Hallo zusammen. Schön, euch hier zu sehen. Das Ende sieht man kaum hier, das ist ja unfassbar. Super. Und lebt ihr in einem freien Land? Ja, ne? Freie Welt, schöne freie Welt. Jeder kann machen, was er möchte. Ja, das war jetzt natürlich irgendwo ironisch, das ist gar keine Frage. Jeder weiß irgendwo, wir haben alle möglichen Freiheiten, wir können uns heute hier treffen. Es ist alles möglich oder vieles ist möglich. Und du hast den Eindruck, es ist alles so frei. Und dann siehst du die Menschen um dich herum an und irgendwie merkst du, hey, irgendwas stimmt doch da nicht, oder? Da ist einfach diese Freiheit, kommt teilweise einfach nicht rüber. Sie sind einfach wirklich am Mitfließen mit diesem Ganzen. Es wirkt so frei und doch ist es überhaupt nicht frei. Doch ist es diese Matrix, von der Ivo am Anfang sprach, ja? Diese Matrix, wo wirklich alle wie in diesem Film angeschlossen sind mit diesen Schläuchen und irgendwo mitfließen. Aber kennt ihr das auch, wenn ihr mit diesen Leuten in Kontakt tretet, die frei sind, die echt frei sind? Also ich finde das cool, sowas mal zu unterscheiden. Das hatte eigentlich so diesen Funken in mir losgelöst, wo ich gemerkt habe, das will ich besingen, weil ich habe es erlebt jetzt zum Beispiel, ich bin seit jetzt circa 15 Jahren jetzt bei Ivo einfach in den Diensten mit drin. Ich bin damit anpacken und ich merke einfach, was mich bei ihm begeistert hat, irgendwo diese Freiheit. Er hat gesagt, die neue Welt ist ohne Geld. Das kann jetzt jeder von euch sagen, toller Satz, klingt wirklich gut, aber bei ihm ist es so, versteht ihr? Er ist frei. Ja, er ist es, er lebt es mit seiner Familie, da ist ein Gewicht. Wenn der Mann auf der Bühne steht und sagt, die neue Welt ist ohne Geld, puff, geht das rein. Und du merkst, es ist möglich. Hey, und wie viele Leute sitzen hier, wie viele sind in der Übertragung drin, wie viele arbeiten in den ganzen Studios mit? Es ist unfassbar, wie das gewachsen ist, oder? Weil da eine Kraft war. Da ist ein Mann, der war frei von Geld und lest seine Bücher. Es war nicht einfach, oder? War nicht einfach, also denke ich, stell's mir vor, wirklich, das sind harte Kämpfe gewesen. Wir haben auch einiges mitbekommen. Und doch ist es da dran geblieben mit der ganzen Familie. Mein Papa, auch als Beispiel, er sagt, Mensch, guckt keine schmutzigen Filme, guckt nichts Schmutziges, hier irgendwelche Heftchen, das macht eure Ehe kaputt. Der Mann sagt es, es hat Kraft und er hat schon einigen Menschen geholfen, wirklich wieder auf eine saubere Bahn zu kommen. Ist ein Vorbild, oder? Der ist frei in dem Bereich. Er hat eine saubere Beziehung zu meiner Mama und es hat Kraft. Wenn er spricht, hat es Kraft. Ja? So eben auch jetzt hier bei den Moderatoren, die heute hier waren oder auch noch hier sind, da kommt bestimmt noch einiges. Man merkt einfach, da wo jemand es geschafft hat, einen Punkt zu überwinden, da kommt Freiheit, da kommt Kraft. Ich selber habe vor 13 Jahren mein Handy weggeschmissen und habe seitdem gar kein eigenes mehr. Ich bin frei. Und jetzt laufe ich nicht rum und zeige mit dem Finger auf alle, die ein Handy haben und sage euch, oh, seht ihr, ihr seid schlecht und ich bin gut. Nein, Freiheit ist eben dieses, wo du merkst, es hat mich total losgelöst. Ich kann hingehen und sagen, pass mal auf, mein Freund. Ich hab dich so gern, du tust mir zu leid, du bist mir zu schade. Bist hier gerade voll gebraten, einfach nicht gut für dich, weißt du? Und wenn er das dann doch möchte, dann lasse ich ihn. Ich bin frei. Ich habe auch nicht da den Krampf, irgendwo ihn jetzt irgendwo umkrempeln zu müssen. Also nur ganz kurz dazu, lasst uns wirklich in diese Freiheit hineinkommen. Und Freiheit, das hatte Ivo von Anfang an gesagt, beginnt auch im Bewusstsein. Es beginnt im Bewusstsein, ob ich mich wirklich vor den Spiegel stellen kann und sagen kann, hey, ich bin jetzt frei. Ich bin frei von Pornografie. Ich bin frei von der Zigarette vielleicht, wenn sie mir ständig irgendwo die Kraft bricht und mich krank macht. Ich bin frei von der Fresssucht. Es ist ja egal was, oder? Es beginnt dabei nicht zu sagen, wie werde ich jetzt frei, sondern ich bin frei. Einfach mal die Wahrheit auszusprechen, oder? Und das einfach, das soll dieses Lied mal so ein bisschen unterstreichen. Das hatte bei mir so auf dem Herzen gebrannt. Und wir haben das als ganze Familie umgesetzt mit Freunden. Mein Bruder hat da von der Musik her sehr viel arrangiert. Die Mama hat das Arrangement so zusammengeführt, die ganze Leitung, ne? Meine Frau, meine Tante, mein Papa, meine Schwester und enge Freunde von uns eben, mit denen wir das gerne jetzt umsetzen möchten, einfach frei, ja? Also, ich würde sagen, wir starten einfach. Mitgehangen, mitgefangen, du
warst oft nicht ganz klar, hast die Gefahr ignoriert, die von Anfang an da war. Und so bist du nun Gefangener deiner eigenen Lust. Und das nicht, weil du willst, nein, weil du musst. Kein Film schmutzig genug, denn der Reiz, er braucht mehr. So setzt du noch einen drauf, wirst innerlich tot und leer. Dein schönes Leben, es leidet, und das weißt du genau. Dein Blick auf Menschen um dich rum wird zunehmend versaut. So willst du die Welt befreien, während du in Ketten liegst. Nicht über Pornografie, Alkohol und Fressucht siegst. Ein Getriebener von dem, was deine Seele begehrt. Und so siehst du Dinge um dich rum, du Spiegelverkehr. Aber hey, Selbsterkenntnis ist der allererste Schritt zur Besserung, gib dem alten Müll den kräftigen Tritt. Denn du bist unfassbar stark, wenn du im Gleichgewicht bist und deine Veränderung dieselbe für die Welt ist. Du bist frei, frei von allem, was dich noch hält, von dem Streben nach dem Falschen, von dem, was dich ablenkt. Du bist frei, frei, frei. Du bist frei, du erhebst dein Gesicht, wie die Sonne sich erhebt, wirst du mit uns zum Licht. Du bist frei. Du sprichst Wahrheit aus, für die Fakten unzensiert, jede Lüge speist du raus. Du bist frei, 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 frei. Du bist frei, frei noch nie für dich allein. Gemeinsam sind wir viele, die sich jetzt schon befreien. Wir sind frei, 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 frei. Sieh dich mal um, überall, alle Köpfe geneigt. Weil das Smartphone heute jedermann die Richtung zeigt. Egal ob abnehmen, ob spielen oder Navigation. Ohne Handy-Apps zu leben, wer kann das denn schon? Und so führt man die Menschen, während man sie überwacht. Wo der Einzelne ist oder was er gerade macht. Nimm dem Menschen heute alles, nur sein Handy lass sein. Denn ohne diese Technik geht er leider glatt ein. Nun erhöht wird die Strahlung, um jeden zu bedienen. Über 5G Highspeed-Netz kriegt man nicht nur die Bienen. Hirntumore, Krebs, Impotenz und vieles mehr nehmen wir gerne in Kauf, bloß geht der Akku nicht leer. Doch jetzt ist Schluss, wir haben das Schuss. Spiel durchschaut, wir haben erkannt, dass man ganze Völker schamlos versaut. Mit Pornografie, Handywahn und sonstigen Süchten. Ihr Drahtzieher könnt laufen, aber niemals euch flüchten. Wir sind frei. Wir sind frei. Du bist frei. Frei von allem, was dich noch hält. Von dem Streben nach dem Falschen, von dem, was dich ablenkt. Du bist frei. 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 Du bist frei. Du erhebst dein Gesicht. Wie die Sonne sich erhebt, wirst du mit uns zum Licht. Du bist frei. Wahrheit aus, für die Fakten unzensiert, jede Lüge speist du raus. Du bist frei, 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 frei. Du bist frei, frei noch nie für dich allein. Gemeinsam sind wir viele, die sich jetzt schon befreien. Wir sind frei, frei, frei. Deine Freiheit macht dich stark, doch niemals für dich allein. In dir wächst diese Freude, die Menschen zu befreien. Und so strahlst du wie ein Funkturm und wir strahlen mit dir. Weil die Freiheit, die ich mein, schon in vielen existiert. Weil du frei bist und ich auch, können Herzen sich verbinden. Weil in dieser echten Freiheit alle Spaltungen verschwinden. Kannst du sie sehen, die neue Welt, kannst du den Frieden schmecken. Dann lass uns aufstehen und endlich alle erwächen. Alle erwächen, alle erwächen.